gedacht, einmal, was geht. Da Pfeil gerade zu, aber zu links führt. Wird er noch ein bisschen weiter rausgekommen. Das war natürlich Harakiri jetzt an. Oh. Schau ein kleiner Umweg. Bleibt er dann noch 120? Dafür kommt er noch hoch aus. Und dann 20,18. Aber 108,8. Ja. Was denkt er sich da etwa? Am besten gar nicht, sondern Ski gehen lassen. Tiefe Position. Automatisieren das Ganze. Ja. 36,59 aufgeholt, nur 27 Hundertstel. So, schnelles Brett unter den Füßen. Das ist jetzt alles, was er braucht. Nächste super Zwischenzeit. Hockey, Michel. 56,18, Marco Bügel. Vorbleiben. Jetzt haben wir 53, gestern Schwierigkeiten heute. 55,82. Der hat dazwischen 6 Zehntel Welt gemacht. Unglaublich. Michael Walkofer fliegt da hinunter. Jetzt geht's dahin. Robert, jetzt kann das wirklich. Jetzt kann das wirklich mal schaffen. Oh, der Michi. Der lässt die Herzen der Skination Österreich jetzt höher schlagen. 94,3. Jetzt kann Schnitzer machen im Flachen. Innerhalb der Spuren. Jawohl, so ist schon 22, 23, 24, 25, 45, 600. So. Noch für unten. Volle Konzentration jetzt unmittelbar. Mitgehen im Gelände. Druck wegnehmen jetzt an. Vorgehen, die Wellen gut schlucken. Nicht jetzt noch drucken. Michel! Auch ein Problem. Auf die Welle. 131,1 und das wird eng werden. 1,43, 1,44, 1,45, 1,46. Den Sieg in Kitzbühel. Und wenn man da nicht patriotisch sein darf, liebe Zuschauer, dann soll er was anders schauen. Der so ist es. Hardy, fix, super 46, 75. Marco Büchel zweiter, 500 zurück und dritter Dern Rolf, 3300 Rückstand. Und das ist auch die Führung im Abfahrtsweltcup für Michael Walkofer. Ein Österreicher löst den An.